Und willkommen zurück hier bei Kabulator, dreh durch, weil er sein Japan verwestlichen kann. Oli, Oli. Oli, Oli, Oli. Oh, Persien. So, oh Gott im Himmel. Guckt euch das mal an. Halleluja. Ey. Geht ja mal gar nicht. Was machen die Schweine da drüben? Ding. Du lässt das zu. Ach du Schande. Na ja, gut, okay, dass die jetzt da reingehen, ist klar. Halleluja. Ja, was wir machen, ne? Oh, jetzt wird's halt. Wie sieht's denn aus? Nicht mehr so glänzend. Problem. Das nächste wird sein, dass wir hier oben ein bisschen was ausgeben müssen. Mal an, wo ist bin er da? Ja, wir unterstützen ihn mal, dass wir so ein bisschen vielleicht was Positives noch erfahren haben oder bekommen vielleicht. Wer weiß das schon? 90.000. Das ist abartig. Können die sind hier wieder dahin verbunden? Und wo sie hingehören. Ja. Dafür halt Geld auf die Tasche haben, weil Stabilität da in Bruch kann ich mir jetzt nicht leisten. Nee, das will ich auch gar nicht. Ja, dann halt. Ich werde bald den anderen Kerle dann nehmen müssen, ne? Das heißt bald. Wir schnappen uns sehen. Dass ich mir das in all den Jahren nie hab merken können, dass er ganz vorne ist. Dass wir zumindest einen einzigen Punkt haben. Was soll denn Obligationsgesetz? LMAA, ich fange da jetzt hier nicht an, die Minder hier zu annektieren oder die. Vor, ich kann es mir nicht leisten, liebes Spiel. Das wundert mich gerade. Ich meine, okay, Russland und so, das verstehe ich ja alles noch. Aber dass die anderen nicht irgendwie jetzt schon Jahre voraus sind militärtechnologisch. Qs Meinung ist mir egal. Geh gleich zu meinem Freund. Ja, ich wollte gerade sagen, könnt ihr mal rüber schicken, da unten jetzt ein bisschen Party. Ja, klar, logisch. Mann! Jetzt geht da rein und holt's euch zurück, ihr Idioten! Yes, Baby! Schlecht wäre es, wenn die jetzt mit Truppen zurückkommen würden, deswegen würde ich die vielleicht wieder da oben parken.
Egal. 23. Frankreich, Spanien. Ja, die diplomatischen, das ist mir egal. Diplomatische Punkte haben wir so oder so zu viele. Ja. Geld haben wir gleich mal richtig viel. Bald. Naja, okay. Bei dem Anstieg nicht, ist klar. Tja, da hat man wirklich sehr viel zu tun hier. Leider. Ha, das haben sie sich zurückgeholt. Ob da wieder die 110.000 Mann waren gegen den einen. Mich würde mal interessieren, was sie wollen. Die haben ja da immerhin noch ihre Kernprovinz drauf, die Xi. Also von daher dürfte es da keine Probleme geben. Religiös? Nationalisten? Nö. Das ist eher, dass sie ihre eigene Nation haben wollen. Vielleicht Ming zurück? Leute, komm schon. Noch 4 Jahre. Und dann haben wir's. Ja. Passt. Das gefühlt. Reisezeit ein bisschen geringer. Warum nicht? Mit den Russen sind wir eigentlich ganz gut Fuß. Mit Frankreich. Die macht da unten erst. Spanier ebenfalls. Portugiesen. Puh. Danach können wir einen Militärrang auf alle Fälle aufsteigen. Ja. Stabilität kann ich mir nicht leisten. Das geht gar nicht. Die muss ich schützen. Verlieren wir halt 30 Prestige. Auch 3 Jahre knapp. Dann haben wir Partytime. Absolute. Eigentlich könnte man. Ja, nee, kommt nicht. Ich bleib hier unten im asiatischen Reich. Das da unten, das interessiert mich alles gar nicht. Will die westlichen Länder da nicht. Ans Bein pinkeln, das muss nicht sein. Ja, selbst das Minus macht mir jetzt aktuell gar nichts aus. Ja, das ist auch vollkommen Jacke wie Unterhose. Militärzugang. Das wollen wir alles holen. Hörst du langsam? Diplomatische Sachen wollen, ist mir das sowas von egal. Es könnte ja aber Pluspunkte geben, ne? Das wäre schön. So von wegen, okay, du hast jetzt so lange durchgehalten, du kriegst jetzt halt mal 120 Punkte dazu, ja? Oh, die Rebellen sind weg. Chu hat sich unten gebildet. Ah ja. Nee, Chu war da immer schon. Okay, es passt. Egal, ich habe da nicht aufgepasst, oder? Da oben war die Hauptstadt. Ja, nee, das ist okay. Ob sie da unten jetzt was geändert hat, kann ich so gar nicht sagen. Staatsehe. Oh, was interessieren mich die Q? Die werden gleich danach ge... Das sag ich nur dazu. Nicht mehr, nicht weniger. Machen wir so. Hier unten. Okay, da haben wir aber Rückgabe, Rechtskriegsgrund von Ming an Wu. Passt. Tja.
Also ich muss offen ehrlich sagen, ich wollte es jetzt eigentlich die ganze Zeit nicht verschreien, aber es verläuft langweilig. Kenne ich mit mehr Problemen. Definitiv mit mehr Problemen. Also das ist jetzt eher wirklich ein bisschen ein Kinderspiel. Gut, wir haben hier gut, Geld reingescheffelt vorher. Das mit den Punkten funktioniert eigentlich super gut bislang. Keiner hat mir den Krieg erklärt. Ich muss sagen, diese Verwestlichung ist wirklich easy. Mit Russland war es ein bisschen schwieriger. Aber ich denke einfach mal, ja. Das ist in Ordnung, so wie es hier läuft, ne? Wir holen dann nochmal 10.000 Mann gerade rüber. Geht mal nach Tossa. Weil gegen die komme ich nicht an. Ätzend! Mehr sage ich jetzt dazu nicht. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Geh da rein. Ah, jetzt kommt auch noch das dazu. Ich glaub's ja gar nicht. Och. Okay, aber jetzt haben wir hier 20.000 Mann. Gehen da rein. Machen die platt. Bam. Kommt schon. Die einen gehen darüber, die anderen bleiben da. Oh, oh, oh mein Gott, wir sind verwestigt. Ich hab's nicht mitgekriegt. Nein, Arsch über mein Haupt. Ah, neuen Rivalen. Mensch, das ist ja echt schade, dass wir keine neuen Rivalen auswählen dürfen, ne? Okay, wir sind ein verwestlichtes Japan. Das bedeutet natürlich, dass jetzt hier diese ganzen Technologiepunkte, 535 Machtpunkte brauchen wir dafür. Wir dürfen natürlich nur noch 1000 ansparen. Das ist das nächste Ekelhafte. Mein Gott, wir können zweimal, dreimal. Ich feiere das gerade so sehr, so absolut. Oh mein Gott, wisst ihr, was das Genialste dran ist? Also wir erinnern uns, wir hatten Truppen mit 3-3-2, glaube ich, so im Schnitt gehabt, ja? Kriege ich das hier gerade so ein bisschen angezeigt, was die hier waren? Nee, nicht mehr, ne? Okay. 3-2-3. Ich müsste jetzt eigentlich verbesserte, Soldaten kriegen. Dauert das noch so ein bisschen, bis das Spiel das jetzt gerafft hat? Oder bin ich doch noch in der Verwestlichung drin? Nee, kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein. Wir sind ja jetzt verwestlicht. Ich müsste jetzt westliche Armeetypen haben. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht wegklicken. Ha, seltsam. Oder haben sie das umgeändert, um genau so eine Situation zu vermeiden? Verfügt über Technologiegruppe westlich. Wir müssen jetzt also westliche Einheitenstandards haben. Hm.
Mein Plan mit Wu. Ah, es sind auch mein Regentschaftsrat. Wirklich? Ist doch zum Kotzen, oder? Irgendwie ja. Irgendwie ja. Besitzt weniger Schiffe als Japan. Ah ja, ich soll weniger Schiffe besitzen als Japan. Weniger Schiffe besitzen als Japan. Mit welchem Land spiele ich nochmal? Wie heißt mein Land? Wo ist denn Japan eigentlich? Moment, das muss man nachgoogeln. Japan. Da. Achso, ich muss all meine Schiffe jetzt kaputt machen, oder was? Keine andere Flotte sollte eine größere Flotte haben als wir. Wir müssen die Stärke unserer Flotte erhöhen, bis wir die meisten Linienschiffe besitzen. Also man, die Quest ist totaler Schwachsinn, weil man Linie erreichen kann. Außer man heißt... Dum, dum, dum. Großbritannien. Ja, anders geht's nicht. Also, die Briten sind die einzigen, die das machen können. Und gut ist. Mensch! Halleluja, guckt euch das mal an, wie schnell das hier geht, ne? Na gut. In 5 Jahren schon wieder die nächsten, ne? Und das da, auch bald. Das wundert mich jetzt hier aber. Dass das Militär hier nicht mit geupgradet ist. Obwohl wir jetzt westlich sind, ne? Und dass die natürlich mit den Russen verbündet sind. Gut, ich meine, hat denen einer mal gesagt, dass sie gegen Spanien kämpfen müssen? Wenn die dann hier so reinkommen, sagen die Spanier so, hallo, liebe Wus, hallo, ist hier jemand zu Hause? Nein, keiner da? Ach, das tut uns aber leid. Ach, schön nicht, ne? Und das mit 10.000 Mann. Da unten war was, ich hab's gesehen, auch nur ganz kurz. Spanien wird besetzt durch Russland. Boah, gut, ich meine, das ist auch was Nettes. Sind die jetzt eigentlich, die Russen, verwestigt oder was? Ah, okay, die Russen sind verwestigt, deswegen hat das dann auch noch für mich gegolten. Boah, im eigentlichen Sinne könnten die jetzt hier oben aufräumen, ne? Mein Gott. Irre. Norwegen und Britannien im Krieg? Eieiei. Selten, seltenes Bild. Ja, bis auf warten bleibt mir wieder mal nichts anderes übrig. Sobald der Regentschaftsrat dann durch ist, ist auch Feierabend. Muss unbedingt, ja, in die Pause gehen. Aber dadurch, dass ich jetzt hier verwestigen konnte, erst war ja der Plan hier, ja, hier oben diesen Krieg da hier mal zu machen, um hier Tibet da irgendwie den Erdboden gleich zu machen und die Ding. Aber das verwestigt. Das ist interessant. Russland hat hier unten wahrscheinlich keine Truppen. Das wird alles sein. Rein theoretisch. Ja, Staatssee ist ja egal. Feindliche Haltung? Hm.
Nein, 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 nein. Ich nicht wieder mit Frankreich. Hier, Portugal versuchen wir mal ein bisschen. Beziehungen verbessern. Ja, das ist das Richtige. Keine Beleidigung schicken. Ey, ihr blöden Portugiesen. Was? Was hat er da gesagt? Blöde Portugiesen, ich komm mal rüber. Oh, die sind ja verwestlicht, die Japaner. Dann wollen wir da mal nicht wirklich was machen. Wie die fangen an, ihren Scheiß zu machen. Und euch würde ich wünschen, dass Spanien vorbeikommt. Echt mal. Blödmänner. Xi oder die Ming vassalisieren. Was sagt eigentlich mein Militärlevel jetzt? Ein paar Leute dürfte ich noch nehmen. Ich würde sagen. Ich würde grundlegend mal sagen, ein paar Schiffe mehr zu machen. Ja. Ist. Es langt nicht. Was kein Problem ist, ich kann die Gebäude bauen, ne? Ich hatte 2, 4, 6. Jetzt, ne? Nee, 6 langt mir nicht. Hier. 8. 8. 8. Ja, 10. So. Sind wir auf der absoluten sicheren Seite, so feiern ist. Inflation, Stabilität lasse ich nämlich so, wie sie ist. Linienformation. Ich bekomme echt nicht die westlichen Einheiten. So schade. Sehr schade. Naja, jetzt geht zumindest an die Produktivität dann noch ein bisschen rauf und so Zeug. Okay, wir sparen uns ja ziemlich viel Zeug ein. Von daher. Zu heulen habe ich ja nichts. Wir werden trotz alledem mit dem verwestlichen Japan jetzt einfacher da unten durchschlagen können. Einfach weil wir vom Militärlevel die jetzt brauchen. Wie geht nichts, ne? 21, wir sind also schon mal mit denen hier. Ja, über. Den Q sind wir jetzt gleich gezogen. In 5 Jahren haben wir dann den nächsten Punkt und so weiter und so fort. Also von daher, es sieht extremst gut aus, was mich zufriedenstellt. Auf jeden Fall. Also meckern kann ich dich. Gibt's auch nichts zu meckern, sagen wir es mal so, ja. So ist es einfach. Haben wir jetzt eigentlich eher den Regentschaftsrat weg und ich habe hier wieder einen Herrscher? Nee, natürlich nicht. Was für eine Pfeife. Was für eine Pfeife. Was für eine enorme Pfeife. Auch nicht viel besser. Wirklich nicht, ja? Wirklich nicht. Gerade mal zwei Zähler besser. Also, gerade militärisch, das ist so zum Heulen. Achso, das war das da. Okay, das ist mir egal. Ich will jetzt endlich meinen Anführer haben. Die Folge wird nämlich auch schon wieder so lang wie die Standardfolge hier. Grrr. Christel mit Dissel. Na? Ja und? Wenn Wu nicht mit Russland verbündet wäre, würde ich über sie drüber rennen. Und denen meinen Stiefel ins Gesicht rammen. Okay, wir haben einen Herrscher wieder und verwestlichtes Japan. Wir haben noch über 100 Jahre Spielzeit. Bis 1821 geht's.
Also jede Menge Spaß. Und wisst ihr, was das Genialste an dieser ganzen Geschichte ist? Die westlichen Länder könnten mich noch immer überrennen, weil ich nicht deren Militär habe. Aber sie würden es schon etwas schwieriger haben. Das ist der einzige Segen. Also statt 10.000 Mann brauchen sie halt jetzt 10.000 und einen. Wow, ich bin begeistert. Hui, wird lustig werden. Verwestliches Russland, das sorgt eh für viel, viel Spaß. Und ich hoffe, die lassen ihren Spaß daran aus. Okay, wie es weitergeht, werden wir dann sehen. Ich halte von meinem Plan nach wie vor noch sehr viel hier unten, das dazu nehmen. Wir müssen halt aufpassen, dass wir da gucken, mit wem sie halt verbündet sind, ne? Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Baba.